Moin Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ihr seid Anfänger und wollt beweglicher werden, dann ist meine Dehnroutine genau die richtige für euch. Ich würde sagen, schnappt euch eine Matte, jede Übung 20 Sekunden, let's go! Als allererste Übung dehnen wir unseren Nacken, indem wir den Nacken links herum und rechts herum in langsamen kreisförmigen Bewegungen kreisen. Für die nächste Dehnübung müssen wir uns etwa auf doppelte Schulterbreite mit parallelen Füßen hinstellen. Wir dehnen dafür zuerst unsere linke Seite und nehmen unseren linken Arm zum rechten Bein und unseren rechten Arm zum linken Bein. Und wir können versuchen, mit unserem linken Arm den rechten Knöchel zu berühren und uns daran zu ziehen, um wirklich tiefer in die Dehnung zu gehen. Jetzt wiederholen wir die Übung auf der anderen Seite und machen dafür dann alles spiegelverkehrt. Ganz wichtig ist bei diesen Übungen, dass ihr eure Beine wirklich ganz feste durchdrückt und nicht so einen leichten Knick in den Beinen habt. Jetzt gehen wir zurück in die Mitte und nehmen unsere Hände, wenn ihr es schafft, durch die Beine durch und versuchen dann mit wippartigen Bewegungen in die Dehnung zu gehen. Optimal ist es, wenn dabei die Oberschenkelrückseite zieht. Für die nächste Übung setzen wir uns in den Grätschsitz und dehnen hier auch erst wieder die linke Seite, indem wir den rechten Arm zum linken Bein bewegen und den linken Arm zum rechten Bein. Bei dieser Übung solltet ihr versuchen, den rechten Arm zum linken Fuß zu bewegen und auch hier wieder die Beine feste durchzudrücken und die Knie nicht nach vorne zu drehen, sondern möglichst nach oben zu drehen. Das Ganze wiederholen wir jetzt nur in spiegelverkehrter Ausführung auch auf der anderen Seite. Wenn euch die Übung relativ leicht fällt, könnt ihr versuchen, wie ich es hier im Video mache, die Schulter bis auf den Boden vorzubewegen und die Schulter vor den Oberschenkel zu setzen. Nun wiederholen wir die Übung auch in der Mitte. Ihr könnt dafür die Arme nach vorne bewegen oder wie ich es mache, einfach zur Seite zu den Füßen hin bewegen. Wichtig ist nur bei der Übung, dass ihr versucht, den Bauch bis auf den Boden zu drücken. In der nächsten Übung dehnen wir unsere Waden und müssen dafür einmal die Beine schließen, mit den Händen an die Füße greifen und somit versuchen, die Fersen vom Boden anzuheben. Wer noch nicht beweglich genug dafür ist, kann diese Übung auch erst einmal einseitig machen. Dafür müsst ihr das Bein, was ihr gerade nicht dehnt, anwinkeln und euch darauf setzen und diese Übung dann halt eben erst einseitig durchführen. Die nächste Übung ist relativ ähnlich, nur versuchen wir jetzt nicht die Füße anzuheben, sondern machen unsere Füße lang und versuchen uns so weit wie möglich mit dem Oberkörper nach vorne zu beugen. Auch hier müssen wir besonders darauf achten, dass unsere Beine die ganze Zeit durchgedrückt bleiben. Für die nächste Übung dehnen wir unseren Spagat vor, erst auf der rechten Seite, legen uns dafür auf den Rücken und heben unser Bein an und versuchen das so weit wie möglich zu unserem Gesicht zu bewegen. Auch hier solltet ihr darauf achten, dass beide Beine durchgedrückt bleiben und das Bein, was auf dem Boden liegt, nicht den Boden verlässt. Im zweiten Teil der Spagatvorbereitung lassen wir jetzt unser Bein los und wippen mit dem Bein. Auch hier solltet ihr versuchen, immer bis an euer Maximum zu gehen und eure Beine weiterhin durchgedrückt zu lassen.
Nun wiederholen wir die beiden letzten Übungen auch auf der linken Seite. Nach den beiden Spagatvorübungen im Liegen machen wir jetzt auch zwei weitere Übungen im Sitzen. Dafür knien wir uns auf das linke Bein und stellen den rechten Fuß vor uns auf. Wichtig ist bei dieser Übung, dass das Knie immer hinter der Fußspitze bleibt und wir den Oberkörper nicht nach vorne lehnen, sondern versuchen, so weit wie möglich nach hinten zu lehnen. Um in die zweite Dehnübung zu gelangen, müssen wir einfach unser vorderes Bein durchdrücken und uns dann versuchen, mit dem Oberkörper auf den Oberschenkel zu legen. Wenn die Übung bei dir noch nicht so dolle zieht, kannst du es so wie ich machen und die Zehen anziehen, statt den Fuß zu strecken. Und nun versuchen wir einfach in den Spagat zu rutschen. Wenn ihr nicht bis nach unten kommt, ist das überhaupt gar nicht schlimm. Wir versuchen einfach nur darauf zu achten, unseren Oberkörper und unsere Hüfte möglichst gerade zu lassen. Nun wiederholen wir die ganzen Übungen auch auf der anderen Seite. Dementsprechend knien wir uns jetzt auf unser rechtes Bein und stellen den linken Fuß vor uns auf. Nun drücken wir wieder unser vorderes Bein durch und versuchen uns auf unseren Oberschenkel zu legen. Wichtig ist bei der Übung, dass wir immer in einer Linie bleiben und nicht unser hinteres Bein beispielsweise nach innen drehen. Und jetzt werden wir versuchen, auch auf diese Seite in den Spagat zu rutschen. Ein ganz großer Fehler, den ich sehr häufig sehe, ist, dass viele Leute in den Spagat rutschen und nach 2 Sekunden wieder aus dem Spagat rausgehen, weil es eben zieht. Das ist ein sehr großer Fehler, denn so werden eure Dehnfortschritte weitaus geringer ausfallen. Nun werden wir auch den dritten Spagat, den Mittelspagat, dehnen. Diese Übung wird auch häufiger als der Frosch bezeichnet und dabei ist es sehr wichtig, dass euer Oberschenkel und euer Unterschenkel einen rechten Winkel bilden und die Hüfte und die Kniegelenke auf einer Linie sind. Nun werden wir einen halben Mittelspagat machen, erst auf der linken Seite. Das ist die gleiche Übung wie eben, nur dass wir eben unser linkes Bein jetzt durchdrücken und wieder versuchen, die Linie zu halten. Nun wiederholen wir, wie die anderen Übungen auch diese Übung auf der anderen Seite. Thank you.
Nun werden wir einen Mittelspagat versuchen und wichtig ist auch hier wieder, dass wir versuchen, möglichst lange in der Übung zu bleiben, auch wenn es halt eben zieht oder wehtut. Da wir jetzt alle drei Spagate gedehnt haben, bleibt jetzt noch der Rücken übrig. Für die erste Rückendehnübung legen wir uns auf den Bauch, versuchen unsere Beine dabei zu schließen und unseren Oberkörper so weit wie möglich nach oben zu drücken. Der Bauchnabel sollte bei dieser Übung aber niemals den Boden verlassen. Wir wollen wirklich den unteren Rücken dehnen. Für die nächste Übung können wir auf dem Bauch liegen bleiben und wir versuchen mit den Armen an der Seite oder den Armen vorne das Bein nach oben zu spreizen. Wichtig ist dabei, dass die Hüfte auf dem Boden liegen bleibt. Nach diesen 20 Sekunden wiederholen wir für weitere 20 Sekunden die Übung auch auf der anderen Seite. Jetzt ist es fast geschafft, am Ende meiner Dehnroutine dehne ich den Rücken noch einmal in Form von einer Brücke. Die Brücke halte ich normal nicht 20 Sekunden, sondern wiederhole die Brücke einfach ein paar Mal, da ich eben mehr Wert auf die Ausführung setze, nicht auf die Länge, die ich die Brücke halte. Meistens mache ich auch so leichte Schaukelbewegungen, wie man in dem Video jetzt ganz gut sehen kann, um wirklich in die tiefe Dehnung im Rücken zu gehen. Anschließend rolle ich mich ein paar Runden aus, um meinen Rücken wieder in die Gegenrichtung zu bewegen und den Rücken zu entlasten. Und wenn ihr euch bis hierhin durchgekämpft habt, dann habt ihr meine Dehnroutine geschafft. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vor allem weitergeholfen, eure Beweglichkeit zu verbessern. Denn wenn ihr euch jetzt weiter jeden Tag nach dieser Dehnroutine dehnt, solltet ihr hoffentlich bald an eurem Ziel sein.